So, servus YouTube und weiter geht's direkt mit Let's Play Chaser. Genau. Und was erwartet uns hier? Aha. Schießwütige Bandidos. Die irgendwie nicht so wirklich was treffen. Das Vorteil für uns. Wie viel Munition können wir denn bitte mitschleppen? Hey, das ist ja abartig. Die, die, die. Ja, so langsam klappt's mit dem Aiming. Allerdings wirklich nur langsam. Okay, wenn man hupft, scheinen die einen wirklich so gut wie gar nicht zu treffen. Was haben wir denn hier? Stopp! Arschloch, stopp! Ich gehe jetzt einfach aus dem Grund nochmal zurück, weil ich nämlich gesehen habe, dass da ein Medikit liegt. Und mein Armor, oder wie man das ausspricht, also mein Schild, meine Weste ist ganz voll, nur mein Gesundheit nicht. Oh, Munition gibt's auch. Jetzt bin ich voll. Voll. Spaß. Und das Battlefield-Syndrom scheint hier auch ein bisschen zu nehmen. Was I love. Oh. I love Claudia. Oh, was ist das denn? Was? Ja, toll. Wie hat der sich jetzt klein gemacht, bitte? Erwischt. Aha. Geil. Jetzt bin ich fast in den Riss reingeflogen. Also Munition scheint es ja echt ohne Ende zu geben. Ich habe ja jetzt schon für die Handfeuerwaffe, ne? 300 Bullets. Als wenn ich es gewusst hätte, dass der genau da an der Ecke steht. Hey, da haben sie schon. Er ist hier. Ach, Imba. Keine Chance habt ihr. Die Waffen sind teilweise auf dem Untergrund sehr schwer zu erkennen. Erwartet uns da jetzt schon was etwas Größeres, weil wir so viel Health bekommen. Da ist er. Was war das? Ach, das war der... Oh, jetzt kommt. Warte. Scheint, als wäre das so eine Art Flashback wieder gewesen, hä? Er stirbt. Ach, einen alten Scheiß sterbe ich. So, wie sieht's denn hier aus? Sonst sehe ich noch keine. Ah, da oben ist doch einer. Ah, jetzt ist der genau da hinten, wo ich ihn nicht treffen kann. Okay, der ist schon mal tot. Oh.
Jawohl, war das nur einer? Ich muss mir dieses 10.000 Mal nachladen echt mal langsam. Nicht entkommen lassen! Erwischt! Ist der da durchgeglitscht? Ach, da hätte ich ihn auch treffen können. Ach, ist das scheiße. Egal. Ja, dieses 10.000 Mal nachladen muss ich mir echt abgewöhnen. Okay. Wir müssen, glaube ich, da lang. Dann gehe ich erstmal. Wow. Wie kommen wir hier rein? Nee. Nee, das ist auch zu. Ah. Ich glaube. Wir kommen da später so oder so hin. Ich hoffe es. Da liegt nämlich eine Rüstung drin, eine große Rüstung. Sind's wieder gut? Naja. Hab ich den erwischt? Ich hab den tatsächlich erwischt? Nee. Also der... Boom, aus die Lotion geschossen. Okay. Ey, wir sind richtig sparsam. Wir haben jetzt gerade nur mal... Boah, wir haben ja richtig viel Muni, ey. Ich hoffe, dass wir das im Laufe der nächsten Levels halt irgendwie abgenommen kriegen, weil das wäre nämlich richtig assi. Okay, hier scheint irgendein Punkt näher zu kommen. 100, jawohl. Und da gibt's nochmal Muni. Machen wir mal kurz einen Save. Oh ja, da, das war mir klar. Ganzen Flashbacks. Reiß dich zusammen, Chaser. Das kann ich jetzt nicht bringen. Die Familie. Die Familie. Oh, Spaghetti. Oh, jetzt geht's direkt nach Montag City. Wo lenkt denn der hin? Komm, Chaser, reiß dich zusammen. Kannst jetzt nicht bringen. Casino Bar. Boah, guckt ihr mal diese. Guckt euch mal diese. Oh, schaut mal da hinten. Laute Badass Mother. Yeah, man. Tommy hier. Ich hab da jemanden, der sie interessieren dürfte. Chaser. Der hat aber einen schönen Wollpullover angehabt. Hm? Ja, richtig schön Wollpullover anhören. Oh Gott, ich werde doch das Spiel nicht USK 18 einstufen müssen, ne? Geile Bar. Hey Barkeeper, Whisky mit Eis. Junge, einen Whisky trinkt man dann mit Eis. Hab dich hier noch nicht gesehen. In den vergangenen Stunden nannte man mich Chaser. Genau wie der Typ im Fernsehen. Also langsam glaube ich wirklich, dass ich dieser Typ im TV bin. Meine Erinnerung reicht aber nur ein paar Minuten zurück. Ich weiß nur noch, wie ich hier angekommen bin.
Und dann diese erbärmlichen Bettler. Du hast den richtigen gefunden. Niemand weiß mehr über diesen Slum als der alte Mike Gomez. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier. Komm mit, Chico. Mike Gomez. Ein bisschen Paranoia kann nicht schaden, vor allem wenn einem die Familie im Nacken sitzt. Denk dran, Chico. Was immer du in Montauk City tust, achte auf die Zahl 6. Man weiß nie, wo sich ein Familienmitglied gerade rumtreibt. Du bist also das schwarze Schaf der Familie. Warum haust du nicht einfach ab und gehst deinen eigenen Weg? Tja, wenn ich die Wahl hätte, wäre ich längst weg. Aber die Familie findet es gar nicht toll, wenn ihr Sohn eigene Wege geht. Man implantierte uns ein kleines Metallstück, den Spider. Entfernen wir uns zu weit von der Stadt, explodiert er. Ganz miese Geschichte. Lässt sich der nicht entfernen? So viele Geheimnisse auf einmal, Chico. Höre nur auf meinen Rat. Dreh dich um, flüchte durch diese Tür und bleib erst stehen, wenn du die Palmen siehst. Hau ab aus dieser Stadt, so schnell du kannst und solange es noch geht. Aber was meinst du? Glaub mir, Chaser. Du bist der perfekte Anwärter auf einen Spider. Und wenn du jetzt nicht die Biege machst, ist es so gut wie sicher, dass du einen bekommst. Tja, dann sollten wir doch Mike Gomez seinen Rat befolgen, oder? Hört sich eigentlich ziemlich vernünftig an. Gott, die Alte hat ein bisschen zu viel, ne? Okay, das mit der Biege könnte ein bisschen schwer werden. Mr. Chaser persönlich. Welche Ehre, eine solche Berühmtheit in meiner bescheidenen Hütte zu empfangen. Kürzlich war ein Doppelgänger von Ralph Nader hier, aber niemand erkannte ihn. Sie, Mr. Chaser, hat sogar Tommy erkannt. Ich muss träumen. Nicht so bescheiden, Mr. Chaser. Ihr Ansehen und Preis steigt mit jeder neuen Meldung. Morde, Entführungen und jetzt Majestic. Sie sind ein Geschenk des Himmels. Der Krieg gegen Yakuza fängt gerade erst an. Und ihr Kaliber können wir brauchen. Klingt, als hätte ich keine andere Wahl. Folgen Sie mir. Spider. Blood pressure stabilized. Heart rate regular. No signs of abnormal activity. Rain waves in Marvin Delta. Die wollen mir jetzt aber nicht dieses riesige spitze Teil in meinen Schädel reinschießen, oder? Und da steht euch. Subject prepared for operation. What the fuck? Was eine Frechheit. Schießen mir einfach so ein riesen Ding in mein Schädel, ne? Unglaublich. Geht, Mr. Chaser. Sie haben auf die Implantation des Spiders etwas ungewöhnlich reagiert, könnte man sagen. Wir dachten schon, wir würden sie verlieren. Aber dann ging alles gut. Willkommen in der Familie. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Ach ja, noch was. Gehen Sie nicht aus der Stadt. Das Teil in Ihrem Nacken.
könnte Probleme machen. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Von jetzt an musst du verdammt vorsichtig sein. Das Bade hat einen Schalter. Wenn du gegen Valero vorgehst oder eine andere Dummheit begehst, kann er dich in die Luft jagen. Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Vor allem die Klappe halten und alles tun, was sie von dir verlangen. Wenn du ein paar Mal gehorcht hast, lassen sie dich in Ruhe. Dann kannst du den Spider entfernen lassen und aus der Stadt verduften. Komm jetzt, Chico. Sie erwarten uns in der Küche. In der Küche? Gibt's jetzt erstmal was zu beißen. Setzen Sie sich und hören Sie zu. Oh, gut. Wir haben erfahren, dass die Japsen jemanden von den Inseln kontaktiert haben. Einen gewissen Big Dragon. Seine Anwesenheit in Montauk City könnte das Gleichgewicht zu unserem Nachteil verschieben. Um dieses Gebäude geht es. Scheiße, wie sieht dein Projekt Wohnzimmer aus? Von dieser Kaserne hat man die Wohnung gut im Blick, in der die Japsen diesen Typen treffen. Die gute Nachricht? Sie beseitigen nur die Trümmer der sinkenden Majestic. Die schlechte? Es gehört Yakuza. Wow. Die Reparaturen laufen rund um die Uhr. Auch nachts sind Arbeiter da. Und sogar Sicherheitsleute. Ein großes Problem. Wenn die mitkriegen, dass sie abgehört werden, fliegt die Mission auf. Es darf kein einziger Schuss fallen. Mr. Chaser schleicht sich ein und findet mit diesem Gerät heraus, was Ogawa vorhat. Wie komme ich denn da rein? Gerät? Wie finde ich mich dann dort zurecht? Der Hauptingenieur der Baufirma, die die Reparaturen durchführt, hat uns die Pläne des Gebäudes beschafft. Gomez bleibt im Auto, überwacht die Position ihres Spiders auf dem Computer und leitet sie bei Bedarf. Ja, das ist doch mal was. Kann man über den Spider meine exakte Position abfragen? Nur über kurze Distanzen. Das Signal des Spiders reicht nicht aus, um sie auf der ganzen Mission im Hauptstützpunkt zu orten. Deshalb komme ich mit. Aber ein Signal, das ihren Spider in die Luft jagt, kann ich bis nach Alaska senden. Klar? Keine weiteren Fragen? Doch. Dann los. Alter, ich wollte noch einen Kaffee. Mann, wie unfreundlich. Verschwörung. Nice car. Sogar mit BBS-Felgen. Wahnsinn, hä? Okay, da sind wir. Siehst du das Haus? Mit dem Gerüst daneben? Ja, sehe ich. Das ist dein Ziel. Das Meeting findet im gegenüberliegenden Haus in Apartment 35 statt. Also am besten kann man die beiden von der Toilette oder von Ogawas Arbeitszimmer im zweiten Stock aus abhören. Sei leise und pass auf, dass dich niemand sieht. Verstanden? Ich bin nicht taub. Ich hoffe nicht. Wir wissen nicht, wie viele Sicherheitskameras im Haus sind, aber Infrarot gibt es nicht. Du kannst also Verstecken spielen, wenn es notwendig wird. Es gibt 4 Sicherheitsleute, aber wenn ich richtig liege, sind 2 davon harmlos. Die anderen beiden sind beim Haus. Ich nehme wohl am besten den Seiteneingang, vorbei an den beiden Schlafmützen. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass sie den Haupteingang über Nacht auflassen. Ich sehe dich auf dem Display. Wenn du dich der Tür von der anderen Seite aus näherst, lenke ich sie ab. Okay. Verläufst du dich drin, peile ich dich an und gebe dir Anweisungen. Damit weißt du alles Notwendige. Jetzt liegt es an dir. Ach ja, noch was. Wenn ich Alarm oder Schüsse höre oder du dich mehr als 300 Meter von mir entfernst, bleiben dir noch 3 Sekunden für ein Gebet. Du bist echt komisch. Richtig zum Totlachen. Denk zum einfach Tod an meine Worte. Lachen. So, kleine Zusammenfassung bis jetzt. Es scheint so, als wenn wir unter einer Art Amnestie leiden und nach unser Gedächtnis zurückbekommen und die uns den Spider verpasst haben, die Familie, anscheinend mehr weiß wie wir. Und naja, das werden wir beim nächsten Part rausfinden. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.